Lucian Bang. Warum bangt man denn Lucian? Weil man Caitlyn spielen will? Bin ich so ganz sicher. Syndra ist relativ selten gebannt, ne? Ja. Syndra finde ich auch eigentlich relativ. Syndra ist auch kein so starker Pick, da gibt es stärkere Midlaner auf jeden Fall. Mhm. Aber Volibear ist sehr stark, Sejuani, Rengar auch enorm stark. Und Vi natürlich. Also LeBlanc, Leona und Vi ist eine gute Kombination. Werden wir echt einige Plays, glaube ich, sehen. Dass du einfach eine Morgana hast, dass du einfach die Leona hast, die engaged. Der Vi hinterher und die LeBlanc währenddessen die Caitlyn dann Yasuo rausnimmt oder sowas. Ja. Nicht sicher. Wird interessant. Leckerin fegt einfach komplett da durch. Also coole Teamkombo. Auf der anderen Seite haben wir eben die Mega-Tanks mit Kragas und Togath. Auch zwei Knockups für Yasuo. Genau. Stimmt. Entscheidet sich jetzt eben dann, wer in der Midlane besser ist. Yasuo hat relativ gutes Push-Potenzial. Wenn wir keine Ahnung haben, was wir erzählen sollen, gucken die Leute einfach wie auf ein Replay. Und das ist doch eigentlich enorm langweilig, oder nicht? Also ich habe mir mal so ein Replay reingezogen. In den loweren Elos, also in den niedrigeren Elos, pusht die einfach rein. Ich will schnell Level 2 werden, pusht und steht dann so wie hier relativ nah am Gegner-Turret. In den höheren Elos siehst du das Raise auf Level 2 erst, wenn die zweite Wave reinkommt, dann wird gepusht. Ansonsten wird einfach nur slow runtergefarmt und gefreezed, damit du eben in der Mitte der Lane bist. Und wenn dann die zweite Wave reinkommt, dann wird gepusht. Und zwar die ersten drei Minions, die sind entscheidend. Wer den dritten Minion von der zweiten Wave rausnimmt, der wird Level 2 zuerst. Ja. Und dann kann Engage werden. Wow, schönes Shield. Da hat er komplett die Q denied von LeBlanc. Aber Vi kommt schon rein, flasht und kann nicht treffen. Wow. Das ist ärgerlich. Yasuo kann sie knock-upen und ausbrechen. Wird aber trotzdem getroffen. Ein Auto-Tag. Ja. Erstes Blut für LeBlanc. Vollkommen. Wurde nicht gesehen, ist kein Ward da. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier beide Actions gut mitkriegen. Du passt auf die Mitte auf. Ist engaged. Und Yasuo stirbt ein zweites Mal. Währenddessen geht Hecarim in den Busch rein, face-checked. Kann aber easy escapen. Ja, ich habe noch kurz auf den Midlane-Fight geswitcht. Versuchst zu gewinnen, kaufst du dir echt Ward. Zeig mir, wie wir den Ward richtig können. Uiuiui! Morgana Shield kann nicht alles regeln, stirbt einfach durch den kompletten Burst. Das Team Red und Gargas ist auch top nicht rechtzeitig. Gargas fängt Drake an. Ist nicht gewordet vom Red Team bis auf Scuttle. Kriegt Bluebeam. Drake, obwohl das rote Team eigentlich momentan hätte machen können. Ja, stärker vertreten für das Red Team. Sieht auch hier, dass das am Start ist. Wird knapp, Drake ist gemacht, jetzt entsteht ein Fight. Morgana hat noch keine Ulti. Gragas wird disengaged und stirbt aber sofort gegen LeBlanc. Und Graves kann hier sich den nächsten Kill sichern. Die carry momentan auch so eine ungewollte Rolle. Oh, was passiert hier? Face-Check, kann aber ultien, können sie Vi rausnehmen. Ignite geht auf LeBlanc, kann aber escapen, kein Problem. Uiuiui, Vi ist nicht auf Flash, Smite E von Yasuo, tötet Vi. Jetzt kommt das ganze Rest. Sogar kommt rechtzeitig. Nein, kann hier nicht mehr saven und ist jetzt alleine gegen zwei Leute. Sollte auch passen, dass hier nicht auch noch stirbt. Zieht sich zurück. Weil er nur einen One-Shotten kann, wenn er eine Q trifft. Der Teleport. Hast du das gesehen? Ja. Alles klar. War wohl vielleicht Panik oder sowas. Nicht sicher. Wahrscheinlich TP auf D und Flash auf F. Peinlich, ne? Und hat's vertauscht ein bisschen. Nicht sicher, Leute! Nicht sicher, was das jetzt gerade war. Ja, weiß ich jetzt hier den. Oh, da kommt Gragas. Kann die Ulti nicht treffen. Ah, sind jetzt beide, haben alles geused. Ihre ganzen Escapes haben sie geused. Und ja, sie stirbt einfach komplett. Ja, Mann, egal, das kommt weg. Okay. Hätten Start auch schon direkt ein bisschen Damage zu sein. Die Teams beäugen sich. Doch das Red Team sollte hier komplett einen Free Dragon haben, denn es ist viel zu weit hinten.
Die macht kann ich glaube ich nicht viel regeln, außer vielleicht ein Spiel. Steht die Spiel? Ja, Leona sichert, dass Gragas nicht engagen kann. Oh, Yasuo komplett allein gelassen. Leona geht auf Joe. Yasuo zieht eine gute Ulti raus. Wow, schöne Gragas Ulti trifft alle Leute. Vi muss rausflashen. LeBlanc kann nicht genug Damage machen. Ist hier gesilenced. Kann nicht überleben, denn Caitlyn. Morgana kriegt den Kill. Wow. Dafür stirbt Morgana. Und. Caitlyn, ja. Och. Caitlyn ist viel zu deep. Konnte hier Vi nicht mehr töten. Wollte hier Vi noch töten, aber. Schade. Sugar. Wird hier den Turret nicht kriegen können. Dafür kann das Red Team hier gut rauspushen. LeBlanc mit dem Wave Clear und dem der Q von Grave. Und geht hier sehr gefährlich weit raus. Uiuiui, das Red Team geht nach oben. Könnte hier den Sugar auf frischer Tat ertappen. Also ich hätte Chogas schon längst den guten Hacker beim Fighten können, meiner Meinung. Jetzt ist er komplett alleine gegen drei Leute. Ja. Kann keinen Schaden machen. Ja. Wow, der Biss, der Eat, die Ulti von Chogas hat noch ziemlich viel Schaden gemacht, aber hat nicht gemacht. Währenddessen in der Mitte, Gragas und Yasuo können beide hier Schaden machen. Caitlyn traut sich nicht ganz ran, will einfach ein bisschen Schaden mit der Ulti machen. Ulti trifft nur Grace geht down. Währenddessen kommt der Rest des Teams ran. LeBlanc, ziemlich low life, kann hier juken, was das Zeug hält. Vi erneut. LeBlanc ist eben auch schon so lucky weggekommen. Kann Vi escapen. Red Buff ist drauf, aber Caitlyn ist nicht schnell genug, macht nicht genug Schaden. Schöner Flash von Leona. Morgana jetzt alleine gegen Hecarim. Hecarim, kann er hier was regeln? Oh, LeBlanc kommt von der Seite und kann sie töten. Schön gemacht. Und Caitlyn ist auch ganz alleine. Boah, die wurden outplayed. Gragas chillt hier in den Rocks drin. Und ist ganz alleine gegen vier. Ja, nichts zu machen. Einfach zu weit hinten, als dass sie hier noch was machen könnten. Great jetzt alleine. Sollte er nochmal sterben oder muss er. Schöne Ulti, aber er kann nicht verloren. Jetzt ist Gragas wieder ganz alleine. Hier kann er lange genug tanken, dass der Rest des Teams aufholen kann. Leona Ulti trifft keinen. Ulti, Flash. Vi hat Ulti, könnte hier Vi töten. Ja, so ganz alleine will ich jetzt Scuttles machen. Das schaffe ich nicht. Oh, Hecarim kommt hier auf Yasuo. Macht er genug Damage? Dive dir sogar den Turret, ist tanken. Wow, das war greedy. Botlane fällt, Caitlyn tot. Und dann hat auch noch mit Dubstep Ignite. Schöner Flash, wäre da wahrscheinlich gestorben und kann sogar escapen. Leona kommt und fährt in den Tag. Hecarim kommt von hinten. Wow, macht Q. Oh, schöne Lucky E von Sugar. Jetzt sind die beiden alleine gegen drei. Yasuo chillt hinten, traut sich nicht rein, hat keine Ulti. Doch, hat Ulti. Kriegt aber nur Leona und stirbt dafür gegen Grace. Ja. Schade, schade. Drake wird gepinkt. Nächsten Free Drake. Das sollte ein Free Drake sein. 10k Gold vorne. Das scheint doch tatsächlich die sich am Anfang beschwert haben über den Bug, scheint doch tatsächlich jetzt auch zu gewinnen. Dann ist doch alles ganz fair abgelaufen, oder nicht? So. Red Team has slain the dragon. Blue Team chillt hier auch ein bisschen, weil es denkt, es muss hier chillen. Yasuo, ne, Morgana, Ulti nur Vi und Exhaust nur auf Vi. Morgana geht instantly down. Yasuo ist ganz alleine gegen vier Leute, währenddessen ist Grace allein gelassen, kann aber escapen. Leona Ulti trifft niemanden, macht das auch nicht. Caitlyn kann nicht gegen die Hecarim bestehen und wird einfach aufgeräumt von Sugar. Wird einfach komplett aufgeräumt. Oh, schönes Kiten noch von Caitlyn, aber es reicht nicht. Free Ace für das Team Red, wir verpassen 420. Sie wollen Baron machen, nicht sicher, ob das eine gute Entscheidung ist. Aber warum nicht? Dann geht ja auch relativ schnell down. Ja, relativ schnell down, vielleicht. Aber jemand spendet ja fast drei Items. Im Gegensatz zu Caitlyn mit einem. Wow. Das ist ein Stomp, wie man ihn anders nicht sehen kann. Ich kann Split pushen, hat aber CC ready.
Yasuo kann nicht viel Wave Clear bieten. Oh, Leona engaged einfach, verfehlt die Ulti zum dritten Mal, tankt auf den Turret. Turret geht down, aber Yasuo trifft wieder nur bei und er kann nicht viel machen, er geht einfach down. Ragas Ulti trifft LeBlanc und Leona in den Turret. Es sind 2 für 1, LeBlanc verliert den Baron. Aber der Push wurde denied, dafür hat Hecarim jetzt die Botlane gepusht. Muss ich jetzt Blue Team entscheiden, welchen Turret ich saven will. Jungle wird natürlich immer mitgenommen, möchtest du natürlich machen, wenn du so weit durchgepusht bist, dass du den kompletten Jungle auch aufräumst. Definitiv. Wow. Caitlyn wurde deleted, einfach so mitgenommen, bei Turret und geslowed. Kann aber capen. Schön gemacht von Hecarim und Vi, einfach rein zu rushen und Caitlyn zu töten. Elixier und dann kriegt sie mehr Damage auf die Turrets mit den Auto-Tags und einfach das Game beenden. Boah, Gragas, sollte ich aufpassen. Gragas ist sehr tanky, aber... Oh, schöne Leona-Ulti diesmal, kann... Ha! One-Shot! Gragas ist gelockt down von Leona und LeBlanc und stirbt einfach auf. Turret macht sehr viel Damage, aber es reicht nicht aus. Leona überlebt trotzdem, tankt noch weiter. Caitlyn stirbt gegen LeBlanc und ich wundervoll gemacht von Team Red. Einfach Brute Force rein. Turret diven, easy. Gegen den Graves kann man auch nicht den entgegensetzen. Schöne Wahl, dass man gegen den die Key gesperrt hat, anstatt Star-Twister. Oh, Yasuo. Style Point, Flashy Plays, tötet noch LeBlanc. Aber das ist das Game. GG. GG, well played. Anders Team 50. Nicht ganz so spannendes Game wie Game 1, aber doch interessant zu sehen. What the fuck? Alter, what the fuck? What the fuck? Was? What the fuck? Fexro, Alter, so ein Troll. Schenk mir ein Mystery Gift. Junge, schon wieder, Mann. Junge! So geil. Blackthorn Morgana, hast du noch etwas RP? Bester Mensch. Danke, Mann, Flexro. Danke. Ja, jetzt gucken wir uns mal den Damage an. LeBlanc und Graves. Fast gleich viel. Schöner Curry.